fünften Liga hat es geschafft, sich über den Bremer Lottopokal für die erste Runde im großen DFB-Pokal zu qualifizieren. Und heute Abend wird in der Sportschau im Ersten ausgelost, gegen wen das Team in der ersten Runde zu Hause antreten wird. Vielleicht kommt ja Bayern München nach Bremen-Nord oder Borussia Dortmund, wer weiß. Knapp 4 Stunden vor der Auslosung habe ich Besuch auf Bremen 4 vom Trainer der SAV, Christian Arambasic. Moin. Moin. DFB-Pokal, wie geil ist das denn bitte? Ja, es ist einfach ein Traum, der wahr geworden ist für uns. Wir können es eigentlich immer noch nicht begreifen und jetzt so mit dem ganzen Medientrummel ist es einfach, ja, jetzt wird es langsam realisierbar. Was passiert denn jetzt so in deinem Alltag in diesen Wochen? Ja, der Alltag läuft natürlich trotzdem irgendwo weiter, aber wir versuchen, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Es ist einfach super spannend, es melden sich einfach viele Radiosender, TV und es macht einfach unglaublich viel Spaß und der Verein kriegt eine unglaubliche Aufmerksamkeit und das macht einfach wahnsinnig Gaudi. Ja, und wie Christian nachher die Auslosung guckt und warum die Spieler der SAV die Auslosung gar nicht gucken können, das hört ihr gleich auf Bremen 4 vom Trainer der SG Aumund Fegesack, Christian Arambasic. Fegesack, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte stehen die Fußballer im DFB-Pokal. Heute um 18 Uhr beginnt im Ersten die Sportschau und da wird ausgelost, wer gegen wen in der ersten Runde antreten wird. Wir sind sowas von gespannt, wen die SG Aumund Fegesack aus Bremen-Nord zugelost bekommt. Frage an Christian Arambasic, den Trainer der SAV. Sind denn die Bayern euer Wunschgegner oder hättet ihr lieber eine schwächere Mannschaft? Ja, wir haben schwächere, davon kann man nicht sprechen, denke ich, weil wir ja gegen Erste- oder Zweitligisten antreten werden. Bayern München wäre das absolute Wunschlos, denke ich schon. Das, denke ich, ist für alle Amateurvereine ein ganz großes Los, aber wir freuen uns über jeden Verein, weil ja, für uns ist einfach eine einmalige Sache, gegen Profis spielen zu dürfen. Wie und wo guckst du denn heute Abend die Auslosung? Also wir werden, das Problem ist ja, die Mannschaft ist ja nicht komplett anwesend, aber mit den Fans zusammen und einigen wenigen Spielern werden wir heute im Nautilus in Bremen-Nord in unserem Vereinslokal gemeinsam die Sportshow verfolgen und da eben halt, ja, da wird Hochspannung pur sein, da wird man einfach unglaublich gespannt sein, was da jetzt bei rauskommt. Du hast eben schon gesagt, das Problem ist, die Mannschaft ist nicht da, denn die sind alle im Urlaub. Genau, das Problem ist, die sind noch im Urlaub, sind sozusagen jetzt vielleicht langsam dabei, das Bier zur Seite zu stellen auf und die Koffer zu packen. Genau, sie sind auf Mallorca und Kala Ratata, so wie wir es immer gerne nennen und da sitzen sie jetzt noch und packen ihre Koffer und gegen 18.05 Uhr, ja, es ist unfassbar. Also während der Auslosung sitzen sie dann sozusagen oben in der Luft und werden wohl noch nichts mitbekommen von der ganzen Sache. Vielleicht gibt es ja eine Durchsage vom Piloten. Schön wäre es. Ich glaube, die Jungs würden sich freuen. Ich hatte schon mit einigen ja natürlich immer Kontakt jetzt dauerhaft und habe denen so ein bisschen berichtet, was hier alles so abläuft in Bremen für uns, für die SAV. Und da haben die schon gesagt, wir lassen unser Handy einfach an und du musst uns Bescheid sagen, was los ist. Ich muss mal sehen, ob das klappt. Also du würdest nachher am liebsten schreiben, es ist Bayern. Ja, also das wäre, also ich glaube, bevor ich das schreibe, falle ich in Ohnmacht und muss meine Unterhose wechseln. Ich kann es eigentlich dann gar nicht glauben, wenn es wirklich kommen sollte. Also, und das Besondere ist einfach auch, wenn man jetzt so Fernsehen sieht, Sky hatte sich heute auch gemeldet und die haben gesagt, sollte es wirklich so ein Los werden, dann werden wir eventuell die Jungs am Flughafen in Empfang nehmen. Das heißt, da muss ich die darauf vorbereiten, die Jungs, dass sie dann eben auch gerade auslaufen können. Das erste Mal, dass eine Mannschaft der SG Aumund Fegesack am Flughafen empfangen wird, wenn sie wieder zurück nach Bremen kommen, ne? Ja, das ist Wahnsinn. DFB-Pokal, das bedeutet ja nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch Kohle. Für die erste Runde bekommt ihr schon mal 110.000 Euro, ne? Ja, ist eine Wahnsinnssumme. Wir können damit auch im Moment gar nicht umgehen. Wir wissen auch gar nicht, was am Ende dabei übrig bleibt, wenn man dann die ganzen Abzüge hat. Man hat ja einen unglaublichen Katalog vom DFB. Die nächste Mallorca-Reise dann noch ansteht. Ja, der Präsident hat schon gesagt gehabt, es gibt so ein paar Ideen. Aber klar, wir müssen einfach auch einen kühlen Kopf bewahren und einfach wissen, dass wir unsere Rahmenbedingungen im Verein, und das ist auch ganz klar unsere Priorität im Verein, dass wir die Rahmenbedingungen optimieren wollen, damit wir vielleicht irgendwann in Bremen-Nord eben halt auch überregional spielen können. Und im Moment ist das einfach in Fehl gesagt so nicht möglich. Habt ihr denn schon was Konkretes vor mit dem Geld, irgendwelche Projekte? Ja, es wird darüber nachgedacht, Sanitäranlagen an dem Stadion direkt dort zu installieren. Und dafür wäre, mit dem Geld kommt man damit natürlich noch nicht hin, aber man hat zumindest eine Anzahlung für solche Ideen. Und da gibt es also schon konkrete Gedanken im Bereich der Optimierung der Anlage. Jetzt kam das ja mit dem DFB-Pokal ein bisschen überraschend. Ihr habt hier in Bremen das Lotto-Pokalfinale gegen Oberneuland gewonnen mit 4:0. Da haben viele gar nicht mit gerechnet. Jetzt steht ihr im DFB-Pokal. Ist denn euer Stadion überhaupt schon fit? Genau, das ist so, ja, das ist eben halt das Traurige, dass wir leider in Fegesack nicht spielen können. Aufgrund der Rahmenbedingungen, die der DFB stellt, können wir nicht in Fegesack spielen und müssen jetzt gucken, wohin wir ausweichen. Und da hängt es natürlich davon ab, welcher Gegner es sein wird. Wir würden gerne in Bremen-Nord spielen, ganz klar, weil Bremen-Nord freut sich über dieses Spiel. Und da wäre eine Alternative sicherlich in Blumenthal, beim Blumenthaler SV im Burgwaldstadion.
Wenn es dann aber das wirklich ganz große los wird, Bayern, Dortmund, Werder, HSV, finde ich auch ganz spannend, dann kann man auch drüber nachdenken. Vielleicht muss man da mit Werder sprechen und gucken, ob man da eben auch ins Weserstadion umziehen kann. Ja, und wenn nicht, dann gibt's eben das Wunder von der Lesum in der ersten Runde. Genau, dann wäre das sozusagen zumindest ansatzweise das Wunder. Aber ob wir das Wunder erreichen, da sind wir noch ganz weit von weg. So oder so wird es ein Fußballfest, denn dass die SG Aum und Fegesack aus Bremen-Nord im DFB-Pokal steht, das gab es noch nie. Viel Spaß heute Abend, Christian Arambasic, Trainer der SAV. Vielen Dank, Malte. Bis denn. Also, alle, die Sportschau gucken, um 18 Uhr geht's los im Ersten. Und wir sind natürlich auch gespannt, wen die anderen Teams aus dem Bremen-Vierland zugelost bekommen. Im Lospott sind ja auch noch Werder Bremen, der BSV Schwarz-Weiß-Rheden aus dem Kreis Diepholz und der SV Wilhelmshaven.